Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Star Trek Online Romulaner-Kampagne mit meiner Vulkanierin Belaya mit einem eigenen Kommando in der romulanischen Flotte. Also in der Flotte der Romulanischen Republik, nicht des Imperiums. 2 of 8, mit dem haben wir jetzt ein Hühnchen zu rupfen. Der hat uns in der letzten Folge in die Wüste geschickt und hat wohl gedacht, damit wären wir erledigt. Aber Pech gehabt, wir haben uns durch die Wüste durchgekämpft und jetzt stellen wir ihn mal zur Rede. Ach, wir sind übrigens auf dem Planeten Nimbus 3, bevor ich es vergesse. Ich möchte mich für die Täuschung entschuldigen, Commander. Es war offenbar ein Fehler, Sie in die Irre zu führen. Ja, das war's, Alter. Meine Handlungsweise war jedoch nicht böswillig gemeint. Ich will Ihnen keinen Schaden zufügen. Und das soll ich dir jetzt noch glauben. Wenn ich Ihnen helfe, darf ich jedoch nicht gesehen werden. Wenn das Orion-Syndikat davon erfährt, werde ich beseitigt. Aha, Selbsterhaltung. Gut, verstehe. Da Sie jedoch die Wüste überlebt haben, haben Sie vielleicht, was es braucht, um gegen das Syndikat zu bestehen. Wo sind die Talaron-Auslöser? Also für die soll man ja suchen, ne? Diese Talaron-Auslöser, deswegen sind wir eigentlich hier auf Nimbus 3. Ich kann nur bestätigen, also, ja, Talaron-Auslöser, das muss ich jetzt kurz erklären. Der Talschiar sucht offenbar nach diesen Talaron-Auslösern, weil er Talaron-Waffen bauen will. Und wir haben ja in einer der letzten Folgen schon gesehen, wie eine dieser Talaron-Waffen in einem Tierversuch die Tiere dort aufgelöst hat. Und wir kennen das auch schon aus dem Film, in dem Captain Picard auf seinen romulanischen Klon trifft. Wie heißt der gleich wieder? Ich komme immer nicht. Shimson! Genau, ich weiß aber jetzt nicht, wie der Film heißt. Da kann man Talaron-Waffen ja auch mal im Einsatz sehen. Also, jetzt wieder zu ihm hin. Ich kann nur bestätigen, dass sich die Talaron-Auslöser im Besitz des Orion-Syndikats befinden. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Nennen Sie es ein Standard-Minimum-Feigheit. Vielleicht handelt es sich auch nur um einen starken Selbsterhaltungstrieb. Es gibt nur einen Mann in dieser Stadt, der gewillt wäre, Ihnen zu helfen. Dieser Mann nennt sich Law und ist nebenbei gefragt Romulaner. Er verlässt sein Haus in der Nähe nicht, doch ich werde Ihnen zeigen, wie Sie ihm ein Signal geben können. Wenn er mit Ihnen sprechen will, wird er es tun. Gut. In der letzten Folge habe ich ja schon einmal gesagt, als wir an einer bestimmten Konsole vorbeigelaufen sind, die wird noch Bedeutung erhalten. Und das ist dann praktisch die Haustür von Law. Da sind wir jetzt. Aha, wie viele alle mit diesem Law reden wollen, das ist schon befremdlich. Ein vielbeschäftigter Mann. You don't know what the syndicate did to me. Wer ist da? Oh, Sie sind nicht von hier, oder? Wer hat Ihnen von dem Signal erzählt? Sind Sie nur hier, um mich zu ärgern? Wenn Sie das Signal kennen, dann wissen Sie, dass ich hier eigentlich Friedenswächter war. Nun, ich werde mich nicht mehr für diese Aufgabe zurückmelden, nicht nach dem, was das Syndikat mir angetan hat. Lassen Sie mich in Ruhe. Wer waren die Friedenswächter? Friedenswächter, ha, das war nur eine großartige Idee. Wir sollten hier das Gesetz vertreten. Die meisten Leute betrachteten das als Scherz, doch ich nahm die Aufgabe ernst. Dem Orion-Syndikat gefiel das nicht. Sie zerrten mich vor aller Augen in der Stadt aus dem Verkehr. Und nun, ich werde nicht darauf eingehen, was Hassan und seine Crew mir angetan haben. Sie brauchen nur zu wissen, dass ich gelernt habe, sich nicht mit dem Syndikat anzulegen. Ich versuche Informationen über Talaron-Auslöser zu bekommen. Mir wurde gesagt, dass Sie mir helfen können. Talaron-Auslöser? Warum sollte ich Ihnen dabei helfen? Das Orion-Syndikat wird mich töten, wenn ich Ihnen irgendwas erzähle. Sie hätten vor 2 Jahren hierher kommen sollen, mein altes Ich hätte Ihnen auf der Stelle geholfen. Allerdings sehen Sie aus, als hätten Sie die Wüste überlebt. Das heißt, Sie müssen stark sein. Können Sie für meine Sicherheit garantieren, wenn ich Ihnen helfe? Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um Ihre Sicherheit zu gewährleisten. Normalerweise würde ich Ihnen sofort von meiner Myrtana, von meinem Schiff, eine Eskorte herunterbeamen, um das zu gewährleisten. Also, wenn ich wäre und so viele Freiheiten hätten, habe ich leider nicht. Nun, ich nehme an, dass Sie sich ein nettes Raumschiff und... was? Das ist, da Sie sich ein nettes Raumschiff und all das haben, das steht wirklich so da. Vielleicht können Sie sich diesen Leuten entgegenstellen. Ich habe noch immer meine Zweifel, vor allem bei all den zuständigen Kräften, über die das Syndikat jetzt versucht. Zusätzlichen Kräften. Bei all den zusätzlichen Kräften, über die das Syndikat jetzt verfügt.
Die erhalten sogar Hilfe vom Tal Shi'ar. Das Syndikat setzt mittlerweile nausikanische Piraten und Guana als Schergen ein. Früher trafen sie sich in den Ruinen in der Nähe, um Details zu besprechen, geheime Geschäfte zu tätigen und um all das zu planen, was uns das Leben vermies. Das hatte ein Ende, als Sandwürmer diesen Ort zu ihrer Heimat machten. Ja, dann machen sich die Viecher endlich mal nützlich. Ich bin sicher, dass es dort noch immer einige Daten gibt. Sie werden Informationen in den Ruinen finden. Entweder in den alten Konsolen oder im Bauch eines Sandwurms. Jetzt verschwinden sie her, bevor sie noch jemanden mit mir sprechen sieht. Gut. Die Information ist hilfreich. Wir machen das. Jo. Ich tue mal den Laubstaubsauger wieder durch meine zwei... Ja. Warte, ist ein Hinterausgang? Sieht so aus. Ich kann nur nicht raus da. Okay, gut. Hat sich erledigt. Dann müssen wir das eben anders machen. Da gibt's noch einen Questgeber. Sprechen wir ihn mal an, was der für uns hat. Vielleicht kann man das nebenbei machen. Was hast du denn, Jonas? Hey there, friend! Ja, da grinst er, ne? Kriegen wir wohl erst später. Im Augenblick hat er nichts für mich. Denken Sie etwa, Sie könnten uns aus unserer Stadt vertreiben? Wir werden an Ihnen ein nettes... Wer denn? Wo denn? Ja, komm nur! Wer droht mir denn da? Gut, jetzt raus aus der Stadt. Ab da müssten eigentlich meine Helfer wieder da sein. Gut, und... Auf sie mit Gebrüll! Miau! Genau, so, und ihr... Und ihr wolltet mich... Ich glaube, das waren die Angreifer, weil auf der Minimap ist... ist ein Questmarker zu sein. Ja, das ist ein Hinterhalt, vorsichtig. Die Hinterhändler... Die beschweren sich über einen Hinterhalt. Also... Allerhand. Oh, was bist du, Plünderer? Was, noch mehr von denen? Ja, das ist das Syndikat, schätze ich. Na komm. Das ist mächtig was los. Ich bleibe unter der Schutzkuppel und ich hoffe, meine Brückenoffiziere machen das auch so. So, die Lithium-Erz. Auszeichnung erhalten, Freiheit für das Volk. Zaka, was ist denn das wieder? Das Orion-Syndikat versuchte einen Angriff auf Paradise City zu starten, nachdem die nausikanischen Schläger des Syndikats von ihnen vertrieben worden waren. Sie haben im Gegenzug einen weiteren ihrer nausikanischen Krieger erledigt und gezeigt, dass sie nicht vor einem Kampf zurückschrecken. So ist es. So. Also wie man sieht, rennen hier noch andere Sternenflotten-Captains rum und keine Ahnung. Einige sind bestimmt auch vom KDF. Aha, Eliza Flores, das ist eindeutig Sternenflotten-Captain. Ich habe ja auch eine Eliza Flores bei Amakuni, aber bei Velaya gibt's die nicht. Die hat dafür ihre romulanischen Mitstreiter. Ich glaube, die werde ich auch behalten, auch wenn sie nur grün sind von der Qualität her. Aber so groß ist der Unterschied nicht zwischen grün und violett. Die werde ich wohl aus nostalgischen Gründen behalten. Schließlich erinnern die an die ersten... ja, 5 Quests, bei denen man die bekommt. Ja, Toven ist schon ein Violetter. Der ist das, was Eliza Flores in der Sternenflotte ist. Ist Toven bei den Romulanern. Oh, da habe ich nämlich meine Laubstaubsauger wieder. Ja, schaut doch wirklich so aus, oder?
Gut, und wie hieß das? Es kann auch im Magen eines dieser Sandwürmer sein. Ja, du mich auch. Wenn die mir mit Gift spucken, muss ich mal gucken, welcher meiner Skills sowas beseitigt. Das muss einer davon sein. Biofilterscan. Ich denke, der macht sowas genau. Beseitigt toxische, physische oder mentale Kräfte. Gut. Hier gibt es auch Computerkonsolen. Ich will jetzt nicht die ganze Zeit nur gegen Würmer kämpfen. Weiß auch gar nicht, ob wir auf die Weise zum Ziel kommen. Und die sehen aus. Jo, Grobian, ihr kriegt euer Fett weg. Sogar gratis. Ohne Aufpreis. Noch jemand ohne? Interessante Waffe da, diese. Das ist ein Piraten-Captain. Schaut euch mal das an, die mit so einer Peitsche, wie sie auch die Ferengi haben. So, der hat's hinter sich und du kannst an dein Fett weg. Die hat doch bestimmt irgendwas Wichtiges bei sich. So langsam verstehen wir die Lage. Ja, der Amakuni liegt am Boden. Ja, der liegt in dieser Pampe, da kann ich ihn auch schlecht wiederbeleben, oder? Ob das jetzt geht. So, du willst Stress? Okay, kannst du haben. Laubstaubsauger raus und Feuer! Na, feuerst du jetzt? Du darfst schießen. Hallo. Ah, das ist ein größerer Ausgleich erhalten. Materie, keine Materie. Missionspunkt erhalten. Schlechter gegen die Königin. Das war eine Königin, okay. Da haben wir. Ja, wir hatten Hilfe. Da drüben waren noch andere Captains. Und der beschießt inzwischen. Ja, kann er ruhig machen. Das Ding könnte wichtig sein. Ja, lass den Quatsch. So, ein Technikmodul. Vielleicht nutzt mir das sogar was. Da spare ich vielleicht ein paar Credits. Wenn ich das nicht kaufen muss, je nachdem welche Qualität das hat. Meldet sie sich bei. Ja, wir sind hier noch nicht fertig. Bäh. Ekliges Zeug. Amakuni, du brauchst ein bisschen. Heilung, ne? Und hier gibt's auch noch. Komm, hier. Und. Ah, das ist ein Lächeln-Skill. Gut, da brauche ich nicht so genau zielen. So, und? Die Mühe lohnen. Feuchter Händedruck. Wahrscheinlich werden wir im Verlauf der Folge noch ein Level-Up haben. Könnte jedenfalls sein. Und da ist schon wieder so ein Was ist das? Ein E-Halt? Älterer. So, ich würde ja gerne die Kamera mal ein bisschen drehen, dass meine anderen Leute auch mal ein bisschen zu Geld kommen. Schauen, ob mir das gelingt. Jawohl, etwas, was ich noch nie haben wollte, aber jetzt habe ich's. Tschakka. Die Welt ist gerettet mit diesem Eintopf, oder was das war. Ja, da steht der C2-Eintopf. Mal ein bisschen drehen, dass meine Leute auch mal ein bisschen ins Bild kommen. Und wer leiert den Ruhm nicht alleine einheimst. Gut. Mal schauen, was ist das? Eine mittlere Schildladung. Ja, nett, aber eigentlich habe ich eine Quest zu erfüllen, ne? Da hinten ist. Da blinkt was. Ah ja, Teleporter, das ist sehr schön. Mit dem kann ich also. Ja, gut.
Muster aufgezeichnet, Berechtigungen aktualisiert. Wie gesagt, ich möchte mal meine Offiziere ein bisschen ins Bild rücken. Gut, und du kriegst auch noch was. Kann ich da überhaupt hochschießen? Geht das? Looten werde ich nicht können, aber schießen, oder? Schießen. Hallo, ich möchte. Das gibt's doch nicht. Geht das mit meinen anderen Waffen? Ne, die haben die Reichweite nicht, ne? Ja gut, komm, lassen wir das. Ich glaube, der ist ein bisschen buggy. Wer weiß, ob der da überhaupt sein soll. Kommt mir irgendwie verbuggt vor. Du darfst ruhig mit drauf schießen. Ist, glaube ich, eine ganz zauberhafte Idee. Wir sollten in die Bar zurückkehren und die Informationen auf deren Computer untersuchen. Was denn für Informationen? Habe ich jetzt Informationen? Wenn der da, selbst wenn der da oben verbuggt ist, nerven tut er allemal. Und wir kommen. Wir gehen, machen das über den Teleporter. Da kommen wir nämlich direkt in die Bar. Paradise City Bar, jawohl. Und dann testen wir den auch mal. Nein, ich will jetzt nicht tanzen. Vulkanierinnen tanzen nicht. Obwohl, so sicher bin ich mir da gar nicht. Ich kann mich nur nicht erinnern, dass ich der Paul jemals hätte tanzen sehen. Der Zugangscode hat einen Schlüssel, der einen mathematischen Fehler enthält. Wenn Sie die ersten beiden Stellen so festlegen, dass sie in der dritten die Stelle ergeben und die zweite und dritte Stelle in der Summe die vierte ergeben, sollte es möglich sein, den Algorithmus auszuschalten. Hä? Was? Moment. Dass sie in der Summe die dritte Stelle ergeben. 1, 2 ergeben 3. Und... zwei und drei ergeben dann 4. Ändern Sie die erste Nummer. Was habe ich denn für... Ich kann 8, 10 oder 15. 10. Nennen Sie die dritte Nummer in 15. Das ist irgendwie nicht richtig, oder? Das war richtig, echt jetzt? Ich konnte die zweite Nummer gar nicht ändern, weil... Naja. Hallo, nun sind... Sie sind am Leben. Sehen Sie, wir hätten... Ich ahnen können, dass Sie anders sind als die anderen. Ich schwöre Ihnen, ich werde Ihnen alles sagen, was Sie wissen wollen. Sie haben vielleicht wirklich das Zeug dazu, es diesen Typen vom Orion-Syndikat heimzuzahlen. Und was diesen blinden Mann angeht, gut, naja, ich denke, ich kann Ihnen helfen, etwas mehr darüber herauszufinden. Bleiben Sie vorerst einfach hier. Okay, die Leute reden schon darüber, dass ich Ihnen helfe. Ich will mir gar nicht ausdenken, was geschieht, wenn Sie erstmal weg sind. Wo wir gerade davon sprechen, hier war gerade wer, der nach ihnen gesucht hat. Sie sagten, sie wären auf einer früheren Mission heruntergebeamt worden und möchten sich gerne ihrer Mannschaft anschließen. Hä? Ja. If you need it, I've got it. Flotte Personal, gewöhnlicher Dienstoffizier. Aha, blinde Erzähllegende. Moment, jetzt machen wir erstmal das. Wen kriegen wir denn da? Wir kriegen Saborg Astrometriewissenschaftler. Ja, warum nicht? Ist in Ordnung. Wenn wir den einfach so kriegen. Du kriegst immer die Schildladung. Du kriegst immer die Schildladung. Du kriegst immer
das da zum Heilen. Außerdem spielst du ja immer den Lockvogel, also das noch. Und ja, die große Schildkleidung gebe ich ihm noch. Vierte von sechs erhält das da. Und meinetwegen das. So, gut. Schon haben wir hier auch ein bisschen Ordnung wieder geschaffen. So, Blinde wollten erzählen Legenden. Der blinde Mann muss eine Art Maulwurf für das Orion-Syndikat sein. Das sind die Leute, die in deren Besitz sich auch die Auslöser befinden, die sie suchen. Ich kann ihnen nichts Genaueres über den Kerl sagen. Aber jemand in der Stadt wird ihn sicher kennen. Sie müssen den Leuten zeigen, dass sie gegen das Syndikat sind, kämpfen und bestehen können. Und dass sie in der Lage sind, sie vor dem Syndikat zu schützen. Erst dann werden sie überzeugen können, ihnen zu helfen, diesen Kerl zu finden. Als erstes sollten sie ein wenig ihre Muskeln spielen lassen. Wow, you're doing great. Hä? Das war Lythas Stimme? Was ist denn jetzt los? Ich wette, das wird einer von denen. Dann wird einer von denen vortreten und ihnen sagen, wer der Maulwurf ist. Und das Gedöns würden wir dann bekommen. If you need it, I've got it. Commander, wir sollten unser Glück bei Two of Eight versuchen, wenn wir ihn für uns einnehmen können. Gut. Hier werde ich jetzt aber mal ein bisschen Cut machen. Ich muss nämlich heute noch zur Arbeit, also ich setze die Aufnahme später fort. Ihr werdet davon sonst nichts merken. Bis gleich. Jo, da bin ich wieder. Wir haben zwar immer noch den selben Tag wie vorhin, allerdings ist jetzt die Arbeitszeit schon rum. Es ist 20.58 Uhr. Jetzt reden wir mal mit ihm hier und hoffen, dass ich jetzt hier direkt den Anschluss wieder finde. An der Wüstenfront. Ich habe über Funk von dem Kampf gehört. Sehr beeindruckend. Ich hoffe, für Sie ist etwas Nützliches bei dem Deal rausgekommen. Zu wissen, dass Sie ein gewaltiger Dorn im Auge des Orion und Syndikats sind, lässt mich schmunzeln. Also dem taugt es. Und das tun wir auch gleich umwandeln, bevor ich es vergesse. So. Gut. Was haben wir denn noch? Ein Replikator für die Bar. I sell drinks here, not information. Sie versuchen uns zu helfen. Interessant. Ich frage mich, was ihre Motive sind. Ich werde sie jedoch nicht in Frage stellen. Viele Menschen kommen mit einer Absicht hierher. Ich bin sicher, dass sie Replikatoren auf ihrem Schiff haben. Wir müssen mit den Nahrungsmitteln und dem Wasser zurechtkommen, das uns das Orion-Syndikat bereitwillig verkauft und jeden Preis zahlen, den es verlangt. Sie haben eine Festung irgendwo außerhalb von Paradise, ich weiß nur nicht wo. Die meisten von uns versuchen gar nicht erst, sich außerhalb dieser Mauern aufzuhalten. Ein Replikator für die Bar wäre ein großes Zeichen des Vertrauens, wenn es das ist, wonach sie streben. Ansonsten, nun, die Leute respektieren die zur Schaustellung von Autorität. Gut, machen wir. Ja, mach das, das passt. Sehr entgegenkommend. Commander, ich schlage vor, dass wir Sicherheitsteams herunterbeamen, um unsere zahlenmäßige Überlegenheit zu demonstrieren. Ja, gerne, wie mache ich das? Wie mache ich das? Eine Kostprobe der Macht. Nö, mit dem muss ich jetzt gerade nicht sprechen. So, irgendwie hier muss ich doch jetzt... Wie mache ich das mit den Sicherheitsteams? Ah ja, so. So, ein romulanisches Team. Jawohl. Gut. Dann stellen wir mal die Ordnung hierher. Was? Bin ich hier? Ja, passt schon. Das ist ein Aspekt dieser Quest, der mir sehr gut gefällt. Ja. Wir befrieden die Kolonie. Wobei, früher oder später müssen die wieder ohne uns klarkommen, ist klar, ne? Sag mal, da hab ich doch... Ich
weiß doch, dass ich da schon welche platziert habe. Offiziere herunterbeamen. Es funktioniert, wir können zur Bar gehen und noch mehr Unterstützung holen. Okay. Moral verstärken. Ein Freund meint, dass man ihnen vertrauen kann. Jawohl, kann man. So, kann ich hier vielleicht... Ach, so, beenden. Nee, geht hier nicht. Ich dachte, ich könnte vielleicht eine Lokalrunde schmeißen. Vielleicht schaffen sie das ja wirklich. Sie eher als die anderen. Die Orioner werden gar nicht wissen, was mit ihnen geschehen ist. Da könnte ich nur tanzen. Moral verstärken, yay. Da ist auch Hololyther. So, eine weitere großzügige Geste sollte ausreichen. Wie wäre es, wenn wir unseren neuen Freunden eine Runde spendieren? Genau das... Ich hatte ich doch die richtige Erinnerung. Spin the wheel and win. Nee, muss jetzt nicht sein. Ich habe gedacht, da die so ein Symbol hat, geht dann noch was anderes. Also kann man doch eine Lokalrunde schmeißen. Dann mach mal. Sagen Sie Ihren Gästen, Sie werden den... Ich werde dem Syndikat gewachsen sein. Also eine Runde für die gesamte Bar. Tja, das ist eine tolle Geste. Ein gutes Geschäft für dich. Commander Law will mit uns über den blinden Mann sprechen. Gut, gut. Sammeln Sie Informationen über den blinden Mann. Aha, wir wurden beobachtet. Commander, die Leute in der Stadt beginnen damit, über sich zu sprechen. Man glaubt, sie seien wirklich hier, um etwas zu verändern und im Kampf gegen das Orion-Syndikat zu helfen. Sie suchen nach dem blinden Mann, dem Informanten des Syndikats. Sie haben ihn gefunden. Ich versorge Hassan seit Jahren mit Informationen, schon immer. Seit jener Nacht in der Wüste. Nun, ich erwarte nicht, dass Sie mich besonders mögen, geschweige denn vertrauen. Dennoch kann ich Ihnen die Informationen liefern, die Sie brauchen. Ich weiß, wo sich Hassans Festung befindet. Das ist der einzige Ort, an dem die Auslöser sein könnten, wenn er sie nicht bereits verkauft hat. Ja, was weißt du denn über die Festung? Hassan ist im Schiffswrack in den Bergen im Osten, aber die Festung ist äußerst gut bewacht. Von den Orionern angeheuerte Piraten bewachen den Gebirgspass, während die Nausikaner einen Gefängnisbereich bewachen. Bitte, Commander, wenn Sie dort hinaufgehen, retten Sie die Gefangenen. Es sind arme Leute aus dieser Stadt, die von den Orionern entweder entführt wurden, entweder für den Sklavenhandel oder einfach nur aus Spaß an der Folter. Sie werden sich ihren Weg durch das Gebirge hinauf verkämpfen müssen, doch irgendwann werden sie die Festung und die Auslöser erreicht haben. Viel Glück, ich würde sagen, dass die Leute in dieser Stadt ihnen die Daumen drücken, nur eben nicht ganz offen. Jo, gut, diese Festung, das machen wir dann in der nächsten Folge, das ist was Größeres, das wird wahrscheinlich, was weiß ich, 2 Stunden rumdauern, also 1,5 bestimmt, das ist jetzt nichts, was ihr auf die Schnelle machen könnt, und ich muss heute Abend noch meine Tagesquests machen, also hier machen wir dann weiter, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.